Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also als allererstes möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass so lange kein Video von mir kam. Zum einen waren wir ganz lange im Urlaub. Dazu habe ich auch einige Sequenzen gedreht und werde daraus ein schönes Video erstellen, das ihr dann auf meinem Kanal auch hier sehen könnt. Aber das dauert noch ein bisschen. Und zum anderen hatte ich einfach so viel zu tun, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ja, also heute kommt mal ein ganz anderes Video als sonst. Einige von euch hatten sich auf Instagram und auf YouTube gewünscht, dass ich doch vielleicht mal ein bisschen was aus meinem Alltag zeige. Das kann ich sehr, sehr gerne machen. Und ja, und dann habe ich mir überlegt, dass ich euch heute einfach mal mit in meinen Garten nehme. Ich bin schon angekommen. Ich bin mit dem Auto hier hingefahren. Ja, und zeige euch jetzt mal, wie unser Garten aussieht. Und ich war jetzt auch letzte Woche einmal kurz nach dem Urlaub hier und da habe ich schon gesehen, dass ganz schön viel gewachsen ist und ganz, ganz schön viel noch zu tun, was ich immer mitnehme. Süß, da ist schon ein Schaf. Ich wollte eigentlich euch gerade was anderes erzählen, aber wir gucken jetzt erstmal hier nach dem Schäfchen. Hallo, die stehen nämlich auch hier. Du möchtest was zu fressen haben, ne? Guck mal, ob ich das Gras geben kann. Schau mal. Nein, ist das nicht lecker? Vielleicht so ein Pflänzchen hier. Guck mal. Magst du das vielleicht? Oh ja, das schmeckt sehr gut. Okay, das ist total schön hier. Stehen immer Schäfchen oder auch, ich habe ja auch schon mal so kleine Kälber gesehen. Genau, das ist ganz schön. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was ich immer mitnehme. Und zwar immer so ein Korb hier und Handschuhe noch dazu. Und ich wollte heute, das mache ich natürlich nicht jedes Mal, aber heute wollte ich gerne noch mal was säen, und zwar Spinat. Und dafür habe ich jetzt auf einem Demeterhof den Samen gekauft. Genau, und den nehmen wir jetzt mit. Kann es mal losgehen. Ja, so sieht der Garten aus, oder die Gärten allgemein, total schön. Hier vorne wachsen ganz viele Blumen und da hinten auch total schön, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Kommen auch Sonnenblumen schon, also das ist echt verrückt, wenn man mal eine kurze Zeit oder 2-3 Wochen nicht hier ist, was dann alles wächst und gedeiht. Das ist echt richtig schön zu sehen. So, und hier hat man die Liste von dem Gemüse, was gesät wurde. Also jede Parzelle sozusagen, jede Gemüseparzelle wurde gleichermaßen bepflanzt. Und was ich total schön finde, hier vorne hat, das kann ich euch gleich nochmal in unserem Beet dann zeigen, jedes Beet auch ein Wunschbeet. Das heißt, man kann zu den ganzen anderen Gemüsesorten noch sich das einfach pflanzen, was man möchte. So. Hier drin kann man sich dann sein Material holen. Hier unten gibt es einmal so kleine Hacker und vor allem ganz wichtig momentan die Gießkannen oder auch hier oben diese größeren Utensilien sozusagen. Ich nehme jetzt einfach für heute so was Kleines, das reicht dann auch. So, dann zeige ich euch jetzt mal unser Beet. Da laufen wir jetzt mal hin. Das ist immer in so Reihen aufgeteilt und von jeder Reihe gehen dann die einzelnen Parzellen so ab. Hier ist Reihe 3, das ist unsere Reihe. Und dann läuft man hier einmal durch. Und es ist auch so verrückt, vorm Urlaub war hier einfach noch gar nichts. Also hier war der komplette Weg richtig frei und jetzt sieht man einfach, kommen hier auch schon die ersten Sonnenblumen und es ist einfach ein ganz zugewachsene. Da sind wir auch angekommen. Und zwar ist dann immer jeder Bereich oder jeder Gartenbereich mit so einem Schild gekennzeichnet und der Pfeil, dass es in die Richtung geht. Unser Garten heißt Krebsgarten und der geht dann immer bis zu dem nächsten Schild. Genau. Das wäre dann das nächste Schild. Und dann, das kann man relativ schwer erkennen, geht er noch bis ganz hinten. Aber ich werde mal mit euch alles ablaufen und euch mal zeigen, was wir so alles gepflanzt haben. Ja, und ich wollte euch auch noch kurz erzählen, warum wir das Ganze überhaupt machen. Also ich mache das mit einer Freundin zusammen und sie hat auch einen kleinen Sohn und wir verstehen uns einfach total gut. Und die Überlegung dahinter ist eigentlich natürlich als allererstes, dass wir
Und ja, wie ihr merkt, erzähle ich über den zweiten Punkt viel, viel mehr. Und eigentlich, ja, klar, es ist das frische Gemüse, aber es ist auch einfach die schöne Zeit, die man zusammen verbringt. Und das ist uns oder mir einfach total wichtig und das ist ganz, ganz wertvoll. Na gut, genug gequatscht, jetzt zeige ich euch mal alles. So, also ich hatte euch ja eben gezeigt auf dem Schild, dass der erste Bereich immer das Wunschbeet ist und da haben wir ganz schön viele Sonnenblumen angepflanzt und noch andere Blumen, die sieht man einmal genau da drüben, total schön. Dann haben wir uns für Salat entschieden, sieht man auch, wie toll der schon gewachsen ist. Und direkt daneben Mangold, der kommt auch sehr, sehr gut. Als nächstes haben wir dann Brokkoli gewählt. Da wissen wir leider noch nicht genau, welche Pflanze von diesen hier die Brokkoli-Pflanze ist. Aber da warten wir einfach ein bisschen ab. Und dann kommen wir zum nächsten. Und da ist uns was richtig Lustiges passiert. Und zwar hatte, also das, was ich dazu sagen muss, das Wunschbeet hört genau hier auf. Und ab hier hatte dann der Bauer schon wieder gepflanzt. Das kann man auch immer schön sehen, wenn man hier hochguckt zu den anderen Beeten, ganz oben, da sieht man, dass der Bauer einfach die ganze Reihe dasselbe gesät hat. So, und da dachten wir aber, weil wir ein bisschen spät angefangen hatten damals, das Unkraut zu jäten, da dachten wir, dass wir die Pflänzchen schon rausgerupft hätten und haben dann nachträglich, weil wir uns gedacht haben, naja gut, wir wollen aber trotzdem, dass irgendetwas wächst, haben wir Petersilie gepflanzt. Die Petersilie, die ist auch gekommen und dann ist jetzt, als ich aus dem Urlaub kam, habe ich auf einmal gesehen, dass die Kürbispflanze auch gewachsen ist. Also teilt sich jetzt Kürbis und Petersilie denselben Platz. Und das ist auch total schön, wenn man nämlich hier die Blätter so anhebt, dann kann man sehen, dass unter den Kürbis, unter der Kürbispflanze auch noch Petersilie wächst. So, dann haben wir hier nochmal zwei Pflanzen Zucchini gesät und noch mal drei Reihen, das sieht man hier immer an den Stöcken, das ist der dritte Stock da vorne, genau, noch mal drei Reihen Radieschen. Dann kommen die Möhren und das ist total schön, weil die kann man schon bald ernten. Einen Moment, ich zeige es mal, genau hier unten, da kann man schon richtig sehen, dass da die ersten Möhren kommen. Und dann haben wir auch noch Zwiebeln, die kann ich heute schon ernten, die sind gut. Nochmal eine große Sonnenblumenpflanze und nochmal Möhrchen, Zwiebeln und dann kommt noch eine ganze Reihe Porree, da haben wir hier zwischen auch schon mal ein bisschen geerntet. Dann kommt Kopfsalat und Brokkoli, aber leider, ja, hier sieht man, dass ein kleines Köpfchen oder ein Röschen kommt, den Köpfchen, ne, nennt man das ja, aber durch die Hitze wurde uns gesagt, ist der wohl leider eingegangen. Also das sieht man auch bei den Nachbarfeldern. Da ja, ist der auch nicht wirklich gut gekommen. Dann haben wir hier schon ganz viele Bohnen. Einmal so Buschbohnen und Zuckerschoten. Das haben wir schon geerntet. Ist auch sehr, sehr gut gekommen. Und hier so ein Konstrukt zum Beispiel. Das mussten wir natürlich dann auch alles selbst bauen. Und zu guter Letzt kommen noch mal ein paar Blümchen.
Ich werde meine Freundin nämlich später noch sehen, weil wir noch zusammen klettern gehen. Also wir machen auch ganz, ganz viel Sport zusammen. Und da werde ich ihr auf jeden Fall ein Blumensträußchen noch mal mitbringen. Ich hatte mir nämlich beim letzten Mal eins mitgebracht und das ist noch gut. Und dann wird sie sich bestimmt freuen, wenn ich ihr noch mal eins mitbringe. So, und jetzt genau zwischen Grünkohl und den Bohnen werde ich jetzt eine Reihe Spinat hier pflanzen. Einmal ein bisschen Mangold geerntet und ein paar Zwiebeln. So, und ich hatte es ja schon angekündigt. Ich habe jetzt noch einen schönen Blumenstrauß für meine Freundin gepflückt aus unserem eigenen Garten. Ich glaube, darüber wird sie sich sehr freuen, wenn wir uns dann später sehen. Dann bringe ich ihr den mit und genau, dann hat sie auch ein paar Blümchen zu Hause. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war mal etwas ganz anderes, das hatten sich ja aber einige gewünscht und ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in unseren schönen Garten geben und ja, wenn ihr Feedback habt oder irgendwelche Anregungen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!